Denn Gold bricht aktuell neue Rekorde. Er knackt gerade ein All-Time-High nach dem anderen. Der Grund dafür, so Marco Behring von der Fürst Fugger Privatbank sagt, die Angst einer zweiten Inflationswelle sei höher als man denkt. Zukäufe seitens der Zentralbanken unter Vielzahl der geopolitischen Krisen, das alles spricht dafür, jetzt an der Goldposition festzuhalten. Also er empfiehlt auf gar keinen Fall, Gold zu verkaufen.